Aber ich möchte mir unbedingt dieses 5-minütige Video zum Thema Quantenteleportation anschauen, denn ich wollte irgendeinen Gag bringen, aber mir ist keiner eingefallen. Gut, let's go. Science-Fiction-Autoren haben sich schon viele Konzepte zur physikalischen Umsetzung der Teleportation ausgedacht. Die klassische Vorstellung ist, ein Objekt an einem Ort verschwinden zu lassen und quasi instantan an einem beliebig weit entfernten Ort wieder auftauchen zu lassen. Das wäre nice. Diese Videos checkt niemand, doch wir checken die jetzt zusammen. Während die Science-Fiction-Literatur dabei meist Gebrauch von rein hypothetischen Konzepten wie Wurmlöchern macht, ist es mithilfe der Quantenmechanik bereits heute möglich, eine solche Teleportation praktisch durchzuführen. Vor wenigen Jahren gelang Forschern diese sogenannte Quantenteleportation. Oh, aber auf Quantenebene? Sagt man das so? Also in der Quanten. Scheiße, Mann, ey. Dieses Alter hat mal Physik studiert, könnt ihr euch das vorstellen? Teleportation. Dabei schafften sie es, Photonen über mehr als 100 Kilometern Entfernung instantan und ohne Zeitverzögerung an einen anderen Ort zu teleportieren. Und das ist so insane. Ich finde das so krass. Und ich denke mir so, ich weiß, man kann das nicht eins zu eins auf die Makrowelt, also auf unsere Welt, übertragen. Ich glaube, ich mache mich mal in die andere obere Ecke. Aber ich denke mir so, wenn wir solche Sachen jetzt erst erfahren und lernen. Ey, wie viele Geheimnisse hat dieses fucking Universum noch? Was ist möglich? Portieren. Wie ist das möglich? Die wesentliche Eigenschaft, die die Quantenteleportation möglich macht, ist die Verschränkung. Nach Erwin Schrödinger ist es gerade die Verschränkung, die die Quantenwelt, also die Welt der kleinsten Teilchen, so radikal von unserer bekannten Alltagswelt unterscheidet. Ein Atom kann verschiedene Zustände einnehmen. Zum Beispiel könnte es zerfallen sein oder auch nicht zerfallen sein. Schrödingers Katze, ne? Sind zwei Atome miteinander verschränkt, dann verhalten sie sich so, wie wenn sie ein Objekt wären. Dann setzt sich der Zustand des verschränkten Gesamtsystems aus den verschiedenen Möglichkeiten der Zustände der einzelnen Atome zusammen. Hat man zum Beispiel ein verschränktes System zweier Atome, von dem nur bekannt ist, dass die Hälfte der Atome zerfallen ist, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten von Zuständen, die das Gesamtsystem einnehmen kann. Wärst du jetzt schon raus? An der Stelle, ich bin noch almost drin. Entweder ist das erste Atom zerfallen und das zweite nicht zerfallen, genau. Oder das erste Atom ist nicht zerfallen und das zweite ist zerfallen. Ja doch, das verstehen wir noch, oder? Das Besondere ist, dass sich das verschränkte Gesamtsystem im Allgemeinen in einem Überlagerungszustand dieser verschiedenen Möglichkeiten befindet. Also ganz blöd erklärt, wir kennen es ja von Schrödingers Katze, wenn diese Teilchen jetzt eine Katze wären in einem verschlossenen Karton, dann wäre die Katze entweder tot oder lebendig. Aber bis wir den Karton öffnen und reinschauen, ist sie nicht tot oder lebendig, sondern beides gleichzeitig. Beides gleichzeitig, bis ein Beobachter kommt und sich das dann final definiert. Und deswegen gibt es ja auch so viele, sorry, ich schweife ab, aber deswegen gibt es ja auch so viele Menschen, die in dieses Law of Attraction, Law of Assumption, die daran glauben, weil die dieses Prinzip halt auf die Realität übertragen. Die sagen sozusagen, solange etwas nicht definiert ist, kann man es noch umdefinieren, bis es eintritt. Okay, komm, wir hören auf. Glaubt ihr an sowas? Habt ihr davon schon mal gehört? Würde mich persönlich interessieren. Das heißt, solange wir es nicht messen, existieren beide Zustände zugleich. Nimmt man nun eine Messung am ersten Atom vor und stellt fest, dass dieses Atom tatsächlich zerfallen ist, kollabiert der Gesamtzustand und das zweite Atom nimmt automatisch den Zustand nicht zerfallen an. Wenn dagegen das erste Atom zum Zustand nicht zerfallen kollabiert, dann kollabiert das zweite Atom automatisch zum Zustand zerfallen. Durch die Verschränkung bedingen sich die Teilchen also gegenseitig. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, wie weit sie räumlich voneinander getrennt sind. Selbst wenn die beiden Teilchen am jeweils anderen Ende des Universums lokalisiert sind, legt man den Zustand des einen Teilchens durch eine Messung fest, dann wird auch der Zustand des anderen Teilchens instantan beeinflusst. Einstein bezeichnet. Und dann gibt es auch noch so Teilchen wie das, was ich heute zum Kuchen gegessen habe. Rechnete dies auch als spukhafte Fernwirkung, denn zwei verschränkte Teilchen scheinen jenseits von Raum und Zeit miteinander verflochten zu sein. Ist das nicht krass? Und das ist auch wieder, ich übertrage das jetzt, weil ich in letzter Zeit mich ein bisschen damit so befasst habe. Ich bin noch nicht sicher, was ich davon halte. Aber deswegen sagen auch diese ganzen
spiritual, bla 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 Leute so, ja, es gibt Telepathie und du kannst am einen Ende der Welt sein und am anderen Ende der Welt hat jemand eine Ahnung, was passiert, wenn zum Beispiel jemand, was weiß ich, in einem Autounfall verunglückt und der andere weiß irgendwie, schreckt mitten in der Nacht hoch, so. Die begründen das ja alle darauf. Ich weiß nicht, also die sagen alle, das ist ja Physik und das ist Quantenphysik und bla bla bla, aber es ist halt die Frage, ob man wirklich die Quantenphysik so auf unsere Welt übertragen kann. Aber ich finde es wirklich spannend, was da in den nächsten Jahren vielleicht noch rauskommt an Forschung. Genau diese spukhafte Fernwirkung macht man sich bei der Der Witz ist wirklich, dass hierüber eine Wirkung möglich ist, die über die Lichtgeschwindigkeit herausgeht. Oh, good point, Wolfie Fenris, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ist das so? Muss ja. Weil wenn die am einen und anderen Ende des Universums sind und wow. True, dann ist es schneller als Lichtgeschwindigkeit, die Wirkung zumindest. Ja. Teleportation zunutze. Dabei wird jedoch keine Materie oder Energie an einen anderen Ort teleportiert, wie man es vom klassischen Beamen aus Star Trek kennt. Bei der Quantenteleportation wird der Zustand eines Quantenteilchens auf ein prinzipiell beliebig weit entferntes anderes Quantenteilchen transplantiert. Das heißt, hat man hier auf der Erde ein Teilchen in einem bestimmten Zustand und ein anderes Teilchen auf dem Mond, dann kann man die Quantenteleportation verwenden, um den Zustand des Erdteilchens auf das Mondteilchen zu übertragen. Aber wenn man das mit einem Menschen machen würde, würde der dann sterben? Würde er eine Kopie von sich erschaffen? Gute Frage, ist ja generell die Frage bei Teleportation. Stirbt man dabei und erschafft eine Kopie von sich? Oder, ne, wisst ihr, was ich meine? Fallout Owl, vielen Dank für dein Prime-Abo. Solch eine Teleportation durchzuführen, benötigt man ein weiteres Teilchen auf der Erde, das bereits mit dem Mondteilchen verschränkt ist. Verschränkt man nun das Teilchen, dessen Zustand man teleportieren möchte, in einer bestimmten Weise mit dem bereits verschränkten Teilchenpaar, dann nimmt das Mondteilchen durch die Mechanismen der Verschränkung automatisch seinen Zustand an. Der Zustand des ursprünglichen Teilchens geht dabei jedoch unwiederbringlich verloren. Aber warum kann man bei einer solchen Zustandsübertragung überhaupt von Teleportation sprechen? Das hat mit der prinzipiellen Ununterscheidbarkeit der Quantenteilchen zu tun. Hat man zwei Elektronen an verschiedenen Orten, aber im selben Zustand, dann sind die beiden Teilchen vollkommen identisch. Würde jemand die Teilchen heimlich vertauschen, dann wäre es durch nichts in der Welt möglich, diese Vertauschung festzustellen. Wenn also das Mondteilchen nach der Zustandsübertragung den exakt selben Zustand wie einst das ursprüngliche Teilchen hat, dann ist es prinzipiell unmöglich, es vom ursprünglichen Teilchen von vor der Zustandsübertragung zu unterscheiden. Wie krass ist das? Außer man könnte natürlich zersplintern. Das ist natürlich wahr, zersplintern. F0815, vielen Dank für dein Prime Gaming Abo und auch danke La Nun So 2 für das Prime Abo. Es ist also nichts anderes, als hätte man das Teilchen tatsächlich von der Erde zum Mond gebeamt. Die theoretische Möglichkeit einer solchen Teleportation wurde bereits seit der Entdeckung der Quantenphysik vor etwa 100 Jahren gesehen. Experimentell durchführen konnte man sie jedoch erst vor einigen Jahren. Prinzipiell lässt sich die Quantenteleportation zwar über beliebige Distanzen durchführen, jedoch ist es technisch extrem schwer, einen verschränkten Zustand über eine große Distanz aufrechtzuerhalten. Im Jahr 2012 gelang einem Forscherteam jedoch ein gewaltiger Durchbruch. Das Team schaffte es, einen Quantenzustand erfolgreich von der Insel La Palma zur etwa 150 Kilometer entfernten Insel Teneriffa zu teleportieren. Wie krass ist das? Ich komme darauf nicht klar. Findet ihr das nicht auch so crazy? Bis wir ganze Menschen teleportieren können, scheint es noch ein langer Weg zu sein. Doch bis dahin könnte die Quantenteleportation in einem ganz anderen Zusammenhang von Nutzen werden und ein völlig neues Zeitalter der Informationsübertragung anbrechen. Genau, man könnte einfach Informationen viel schneller senden. Denn ein Quanteninternet, in dem alle Informationen mithilfe der Teleportation von Quantenzuständen übertragen werden, ebnet uns völlig neue Wege der Datensicherheit. Grund dafür ist das sogenannte No-Cloning-Theorem. Es besagt, dass es grundsätzlich unmöglich ist, eine identische Kopie eines Quantenzustands herzustellen. Das heißt, dass der Originalzustand der Teleportation immer nur genau einmal vorliegen kann. Sobald die Teleportation erfolgreich durchgeführt wurde, ist das Teilchen des Empfängers somit der einzige Träger der Information. Im Quanteninternet wird es also prinzipiell unmöglich sein, Informationen abzuhören oder Gespräche mitzuschneiden. Denn selbst für die raffiniertesten Hacker der Welt ist es nicht möglich, die fundamentalen Gesetze der Physik zu umgehen.
Krass, Gaming mit null Latenz, das ist die Zukunft. Wenn wir uns so verhalten, wie wir es tun, lässt sich wissenschaftlich ergründen. Will man sein Verhalten ändern, ist es sinnvoll, sich an diesen Erkenntnissen aus der Verhaltensforschung zu orientieren. Von Forschern der Duke University entwickelt, hilft dir die Fabulous App, Gewohnheiten aufzubauen, die tatsächlich bleiben. Vielen Dank für dieses wunderschöne Video 100 Sekunden Physik. Und ich quantenteleportiere mich jetzt mal in die Küche und hol mir ein Wasser, ey. Aber ist schon insane, oder? Fuck, so eine Verzögerung. Ja, Mann. NASA hasst diesen Trick. Aber das würde ja dann voll mit diesen ganzen spirituellen Leuten kollidieren, diese Theorie, weil dann würde es ja bedeuten, dass man diese Infos, wenn man ja Quanten bestimmen kann in seinem Gehirn, angeblich, wenn man das beeinflussen kann, dann würde das ja bestimmen, würde das ja sagen, dass man diese Infos beeinflussen kann. Und das macht dann wiederum gar keinen Sinn. Ach komm. Ist auch egal.